Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Mikrofonkabel richten. Nein. Lufia 2 Rise of the Sinistrals. Und ich sollte vielleicht auch ins Spiel klicken, wenn ich mich bewegen möchte. Wir müssen jetzt ein paar Tage warten. Das heißt, wir müssen ein wenig schlafen. Din, din, din. Eins, ich glaube dreimal war das. Zwei. Das spule ich jetzt mal vor hier. Und drei. So, dann das müsste gereicht haben. Da ist er. Da ist er fertig. Nice. Jetzt haben wir unser Boot. Schaut euch diese Schönheit an. Ach nee, wie habe ich ihn gesprochen? Schaut euch diese Schönheit an. Ich habe es geschafft in Rekordzeit. Unglaublich, Alter. Du arbeitest so schnell wie der Wind. Naja, Übung macht den Meister. Da kommt Guy. Schon fertig? Ja gut. Ich musste sowieso meine Pause machen. Das kommt davon, wenn man den Hals nicht voll genug bekommen kann. Wer war denn hier so begeistert von der neuen Bekanntschaft? Du weißt gar nicht, wie anstrengend sie war. Anstrengender als der Gardis. Oho! Sie weiß nur, wie man mit solchen Typen umzugehen hat. Das ist alles. Satos, kannst du uns auf den Kontinent Afrasia bringen? Warum nicht? Wo wollt ihr denn genau hin? Ihr könnt entweder nach Nord-Zisus oder an den Hafen von Groberia, wo sich die Ahnenhöhle befindet. Wir fahren nach Groberia. In der Ahnenhöhle soll es viele Schätze geben, ob das stimmt? Denn Leute, ab jetzt startet, wie ihr wahrscheinlich auch schon in dem Titel gesehen habt, die Ahnenhöhle. Das heißt, erstmal storymäßig geht es so kein Stück weiter bei Lufia. Denn die Ahnenhöhle ist ein Dungeon, wo wir mit Level 1 beginnen, ohne jegliches Equipment. Und wir uns auf Ebene 99 hochkämpfen müssen. Glaube ich war das, ja. 99 müsste hinkommen. Und wir Items finden. Und Items aus blauen Truhen können wir behalten. Ich glaube, das wird gleich auch nochmal erklärt. Wir sind in Groberia. Und ja, erstmal erkunden wir hier ein wenig die Stadt. Denn hier gibt es einmal das Item, den Laden und hier einen Shop, genau. Hier gibt es nämlich auch normale Items. Kampfdegen. Alter, Langschwert und Kampfdegen macht Donnerschlag. Alter, ich kaufe beides. Für alle einmal. Shit, ich hätte vielleicht das Langschwert, obwohl nein, Donnerdings. Ah, na gut. Einmal so und einmal so. Jetzt haben wir kein Geld mehr für Rüstung. Heilige. Wir lassen es. Wir rüsten uns später aus. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal hierhin. In die Ahnenhöhle. Hallo. Lege alle Gegenstände und Zauber ab. Alle Kämpfer mögen wieder bei Level 1 beginnen. Verlässt du die Höhle, erhältst du alle abgelegten Sachen wieder. Bevor du gehst, musst du alle in der Höhle gefundenen Sachen wieder abgeben. Nur die Gegenstände aus der blauen Truhe darfst du behalten. In der Ahnenhöhle gibt es Treppen, die nach unten führen, aber keine, die dich nach oben bringen. Gottes Hand bringt dich zum Ausgang, wenn du diese Höhle verlassen willst. Ich glaube, Gottes Hand befindet sich in einer Truhe ungefähr 20 Stockwerke unter uns. Ja. Hier kommen wir raus, genau. Benutze den rechten Eingang. Und jetzt geht's los mit der Ahnenhöhle, Leute. Unsere Sachen sind jetzt weg und wir starten den Ahnenhöhlen-Run. Wie ihr seht, wir haben jetzt nichts an Equip und wir sind alle Level 1. Wir können unser Kapselmonster noch auswählen, wir haben Fumi. Können wir es zwischendurch wechseln? Ja, können wir. Ich glaube, ich habe irgendwo mal ein Dings vergessen. Ein Kapselmonster. Obwohl, nee, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Und wir bekämpfen jetzt hier die Gegner alle, um ein wenig Level abzukommen. Wir wollen ja hier keinen Speedrun machen. Habe ich mir nämlich letztes Mal angeguckt. Ein Speedrun von Lufia, von der Ahnenhöhle, ey. Nein, jetzt habe ich ja den Hund ausgewählt. Och, Mann. Na, na, na. Na, 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 na. Din. Wieso ist denn Doki vorne? Und Selan, das ist nicht so gut. Vor allem, wenn wir hier Damage kriegen ständig. Wir können uns nämlich nicht heilen. Wir haben nichts. Gar nichts. Das müssen wir alles in den Truhen finden. Und das ist schlecht. Deswegen switchen wir jetzt mal auf jeden Fall noch um.
Wir sind erstmal alle ein paar Level aufgestiegen. Sind wir jetzt Level 11 gekommen? Nee, Level 2. Gut, ich dachte schon. Gruppe einmal anordnen, bitte. Einmal... Ups. So. So. Gut. Und da ist unsere erste Truhe. Unter Büschen können sich auch Heil- und Mana-Felder und so befinden. Deswegen versuche ich die auch immer schön zu zerstören. Auf den ersten Ebenen ist es noch relativ unnötig, weil wir eh nicht wirklich Schaden bekommen. Aber wir haben auch keine KP, weil unser Level halt steigt. Und wir dadurch Leben verlieren, so gesehen. Aber, ja. Gut. Das könnte, ich glaube, das wird ein paar mehr Parts, denke ich mal, in Anspruch nehmen. Und die Parts werden auch keinen bestimmten Namen haben. Sie werden einfach nur Ahnenhöhle 1 und Ahnenhöhle 2 und so weiter heißen. Weil, ja, wir werden hier nicht wirklich viel erleben. Nichts Schlimmes. Deswegen. Fledermäuse. Hm. Sind die nicht relativ schnell sogar? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall haben sie relativ viel Leben. Oh, Deka macht schön Damage, Alter. Und das, obwohl er nichts an Items hat. Das ist super geil. Das ist richtig gut. Da ist noch eine weitere Truhe. Die wollen wir natürlich haben. Nein, fuck, wehe. Oh gut, wir werden nicht, machen wir das mal so. Wir werden zum Glück nicht überraschungsangriffmäßig angegriffen. Wow. Das Satzbau. 30 Damage, die müsste besiegt sein. Gut, auf jeden Fall. Und die vielleicht auch. Ja, schöne Sache. Okay, das jetzt nicht, aber egal. Wieso wird denn die ganze Guy angegriffen? What the fuck? Kein anderer wurde angegriffen, nur Guy. Heilige. Aber gut, Levelaufstieg, schöne Sache. Was finden wir hier? Ein Kukri. Oh mein Gott, wie cool. Das rüsten wir auch gleich aus. Ich würde sagen, na, Dega braucht das jetzt nicht unbedingt. Ich würde eher an Doki denken. Ja, geben wir es Doki. Dega macht sowieso schon gut Schaden und Guy eigentlich auch, deswegen... Ja. Schade, nichts. Ich glaube, Geheimgänge hier gibt es gar nicht. Wir werden auf jeden Fall jede Ebene voll erkunden, auf jeden Fall die Anfangsebenen. Später dann vielleicht nicht mehr unbedingt, weil später die Gegner ganz schön krass werden könnten. Und... Ja, wir haben gerade jedenfalls was zum Heilen gefunden und lol, hier sind erstmal ein paar mehr Blobs. Aber die müssten alle one-hitted werden. Auch von Sela. Ja, super. Dann sind die kein Problem. Und ich sollte mein Capsule-Monster endlich ändern. Ja, das wäre, glaube ich, eine gute Möglichkeit. Ich will nämlich weiter Xavier trainieren. Weil Xavier einfach das geilste... Capsule-Monster ist. Gut, Capsel, bitte, nicht Futter, danke. Fumi, bitte, danke. Und hier ist nichts weiter. Okay, dann gehen wir auf Ebene 2. Untergeschoss 2. Eine Route gefunden, super. Oh, ich hoffe, wir finden die Todesgegenstände. Das wäre richtig gut. Route, Alter, Seelands Damage geht richtig hoch. What the fuck? Das ist geil. Ich hoffe... Ich weiß nicht, was die für Damage machen. Ich hoffe einfach mal nicht zu viel. Und ich hoffe, wir machen viel mehr Damage. So. Oh, Digas Damage einfach. Trotzdem höher als Dokis. Und das, obwohl er keine Waffe hat. Das ist übel. Xavier ist ein Level aufgestiegen. Das ist wundervoll. Kannst du mal... Nicht, dein Ernst. Ah, gut. Zumindest kein Dings. Ach komm, wir hauen einfach alle auf einen. Der ist weggekrittet. Und das, obwohl er hinten steht. Das ist geil. Das ist richtig gut. Dickes Damage, Alter. Das ist einfach unglaublich geil. Ich glaube, die Goldmünzen dürfen wir sogar auch behalten, wenn wir hier durch sind. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe, ja. Das wäre nämlich richtig cool. Dann hätten wir richtig viel Money. Ein Messer gefunden. Och, wie süß. Ja, das kriegt mal der Guy, würde ich sagen, ne? Das kann nur Seeland tragen. Okay, dann kriegt das Guy nicht. Okay. Nee, din. Kommt her, ihr Fledermäuse. Ich will euch besiegen. Ja, der ist besiegt. Das ist super. Der muss jetzt auch weg sein. Und durch Dekas Angriff, glaube ich, ist der auch schon weg, oder? Ja, natürlich. Dekas Damage einfach. Es ist so unglaublich gut, ey. Ein Kraftsirup. Okay, gut. Das ist wunderprächtig.
Zack. Nein. Eine Zauberfrucht, okay. Damit könnten wir Fumi auf Level... ja, auf letzte Entwicklung bringen. Aber es bringt uns herzlich wenig. Eigentlich, weil... ja, bringt uns halt nichts, ne? Aber... ja, dafür muss er erstmal Level 4 sein, also Stufe 4. Entwicklung ist Stufe 4, so. Und das ist er nicht. Oh, hier ist noch eine Truhe, eine Truhe, ja, eine Tür. Und nur mit Gegnern, aber die ignorieren wir. Wenn es da keine Truhe gibt, müssen wir die auch nicht bekämpfen. Hier hinten ist nichts mehr. Okay, super, dann durch die Tür. Warum stehen diese Gegner immer genau in meinem Weg? Das ist unglaublich. Din, 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 din. Hier müssten wir einen Zauber finden. Das wäre auf jeden Fall ziemlich geil. Ja, sowas wie Stark oder Wailer wäre geil. Wailer wäre richtig cool. Das belebt nämlich auch Truppen wieder, also Kämpfer wieder. Wenn man das einzeln auf jemanden anwendet. Und das wäre ein super Zauber für uns. Ah, eine Route. Eine Route brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Na, ah, ich dachte, er bewegt sich nicht. Überraschungsangriff, nein! Okay. Nicht flüchten. Ich möchte Rollen tauschen, bitte. Danke. So, zack und zack. Und dann greifen wir einfach mal an. Und das müsste sogar reichen, oder? Ja. Super. LOL. Ihr Damage grad. Heilige. Ich hätte nicht erwartet, dass Seeland so viel Damage an dem Viech macht. Krass, ist die Route irgendwie effektiv gegen die Dinger? Ich weiß es nicht. Ja, ein paar Babyfrösche. Na 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 na. Na 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 na. Oh, ich liebe die Lufia-Musik. Ich hab das schon so oft erwähnt, aber es ist auch einfach nur wundervoll. Und wieder alle ein paar Level auf. Nice. Oder ein Level auf. Ein blauer Blob. Den würde ich gleich gerne besiegen. Hier gibt's leider keine Heilfelder, Mann. Ich will ein Heilfeld finden. Der ist besiegt. Ja, bisher one-hitten wir noch alles. Das ist, ja, sehr gut eigentlich. Nein! Oh, gut. Ich habe immer Angst vor Überraschungsangriffe, wenn die uns von der Seite attackieren können. Din, 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 din. Alter, ein Crit. Nice. Steka immer noch schneller ist als Guy. Mann. Das ist ungewohnt. Das ist sehr, sehr ungewohnt. Aber, egal. Oh, Adler. Hm. Vielleicht droppen die uns ja einen Adlerstein. Das wäre schön. Das wäre sehr schön. Ah, der ist doch besiegt. Okay, gut. Ich dachte schon. Xavier ist ein Level aufgekommen. Das ist super. Eine blaue Kiste wäre auch mal ganz cool, eine blaue Truhe. Aber wir dürfen uns nicht unbedingt täuschen lassen. Es gibt hier nämlich auch Fake-blaue Truhen, die... ja, das sind Gegner. Eine Baskin-Mütze. Cool. Und... Route können die nicht haben, ne? Nee. Eine Baskin-Mütze. Seeland kriegt ein bisschen mehr Leben. Verteidigung, so. Kommt her. Oh Mann. Drei Adler, das ist, oh, besiegt, zum Glück. Auch besiegt. Okay, ja, dann ist das kein Problem. Alter, wie Deka einfach mal Damage drückt und er hat einfach mal keine fucking Waffe. Das ist so krass. Das ist so, wow. Und so, wisst du? Gab's jetzt nur diese Truhe? Nee, ich wollte schon sagen, gibt's noch mehr? Weiter? Gut, eine Truhe. Schön. Ein Terrorball. Wow. Den brauchen wir auch so dringend. Mann, Mann, Mann. Und nichts weiter. Okay, dann bekämpfen wir diese Gegner hier. Ich glaube, wir haben auch keine Pfeile oder Bomben oder irgendwie sowas in der Art. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube echt nicht. Ich kann gleich mal nachgucken. Aber dürften wir eigentlich nicht haben. Wieder alle schön Level auf. Das ist super. Nee, wir haben kein Ringmenü. Nee, wir können nichts einsetzen. Schade. Und Überraschungsangriff? Nein, natürlich nicht. Schade. Aber wir sind schon Level 7. Das ist, wow, ein krasser Fortschritt, du. Heftig. Und, ja.
Ich weiß nicht, welches Level wir circa erreichen werden. Ein Degen haben wir bekommen, das ist geil. Kann aber auch, können nur die beiden haben. Moment mal. 62 runter, nee, das tue ich jetzt. Nee. Aber ich denke so, vielleicht so 60? Ja, ich weiß nicht, wie viele Gegner wir bekämpfen. Deswegen kann ich das jetzt nicht sagen, welches Level wir erreichen werden. Oder was für Glück wir haben werden bei bestimmten Gegnern, die ich glaube ab Level, ab Ebene 10 kommen. Oder auf Ebene 10 bis 12, glaube ich, gibt es so, ja, Gegner. Holzhelm vor allem, und das ist einfach mal so ein Eisenhelm. Als Splash Art oder als Art. Ah, ich würde sagen, den kriegt Doki für Doki kriegt den als defensives Item noch. Oder als Helm erstmal, damit er noch ein bisschen mehr Rüstung hat. Ich dachte jetzt, der andere Käfer kommt hier erstmal lang, Mann. Aber die sind auch besiegt. Und es wäre mal super zu erfahren, ob ihr es schlimm finden würdet, wenn ich hier in der Ahnenhöhle ein paar Kämpfe vorspulen werde. Oder ob ich das vorspulen kann oder darf oder was auch immer. Oder soll vielleicht sogar. Weil, ja, ich meine, ihr seht es, die machen hier schon, oder die sind hier doch schon ziemlich nervig, manchmal. Verdammt! Nein, Fumi hat den Falschen angegriffen, shit. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass Doki den nicht killt. Krass. Aber egal, der ist besiegt. Ja, nice. Ein Kraftwasser bekommen, das ist schön. Frostdegen, oh. Das könnte ein bisschen Damage heben. Können auch nur Doki und Dings, ne? Ja. Dann kriegt Doki den. Damit einer von den beiden ist... Alter, 103! Alter, das ist höher als... Das ist genauso wie Selan. Was er für ein Damage hat. Was Selan für ein Damage hat. Genau das gleiche. Eine blaue Truhe, geil. Was kriegen wir? Ein Wasserjuwel, okay. Ich weiß nicht, ob das so viel bringen würde. Oder ob das so viel bringt. Ein Wasserjuwel. Abwehr hoch. Und Intelligenz und Mut. Ich glaube, das würde Selan mehr bringen wegen Zauber und so. Intelligenz. Intelligenz hebt doch die Mana, oder? Nee, ach, keine Ahnung, was die Intelligenz hier bringt. Ich gebe das Selan. Selan kriegt das. Dann stellen wir uns hier hin, danke. Wir greifen zuerst an und es ist nur ein Babyfrosch, das ist cool. Aber wir müssen den Part auch gleich beenden. Aber, ja, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ich denke mal, diese Ebene kriegen wir auf jeden Fall noch durch. Und, ja. Gehen wir erstmal in die Tür. Da ist auf jeden Fall die Treppe, okay. Dann besiegen wir die Blobs gleich als letztes. Es wäre super, mal so ein Heilfeld zu finden. Das ist hier übrigens alles zufallsgeneriert, Leute, ne? Was wir für Items finden, was wir an Gegnern alles treffen gerade, oder wie viele wir treffen, welche wir treffen, wie die Räume sind und so weiter. Alles zufallsgeneriert. Und Heilige haben die viel Leben. Krass. Heiliger ist, Dings gleich tot. Wir sollten echt mal ein paar Kraftwasser, glaube ich, einsetzen. Wir haben ja 16 Stück, das ist gut. Dann können wir hier so ein bisschen vollpumpen alle. So, das müsste reichen. Damit das Leben jedenfalls wieder etwas in Ordnung aussieht. 27, das reicht nicht. Shit. Ich hätte vielleicht nicht... Ja. So langsam kommen die Gegner, die erstens etwas schneller sind, wie es aussieht. Und zweitens ein wenig mehr Leben haben, aber wirklich nur ein bisschen mehr. Fumischlag. Ja, Mann. Din, 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 din. Din, 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 din. Ich sollte Doki vielleicht noch ein Kraftwasser geben. Das Leben sieht nämlich immer noch nicht super aus. Hälfte Leben, na, ich weiß nicht. Ich bin da nicht so der Freund vom Risiko, was die Ahnenhöhle angeht. Aber gucken wir erstmal, was uns noch hier so für Gegner erwarten. Ein Kraftsirup, okay. Was ist hier hinten? Nichts. Da ist noch ein Gegner. Ich glaube, auf den Gegner scheißen wir mal. Den ignorieren wir einfach mal gekonnt.
Okay. Und nichts. Schade, kein Heilfeld. Aber dann würde ich sagen, ignorieren wir die Blobs auch, denn die sind mir doch schon zu krass. Und dafür, dass sie echt wenig Leben geben oder Erfahrung geben, so, ist mir das, glaube ich, nicht wert. Ein Schraubstock, den kann leider keiner tragen. Das ist für einen anderen Charakter. Geht's hier weiter? Ja, geht's noch weiter. Okay, gut. Leinenhelm. Okay, nice. Ein weiterer Helm für jemanden. Gucken wir mal. Ein Leinenhelm. Ein bisschen die Verteidigung. Kriegt den Geimer, da er noch ein bisschen weniger Death hat als Deka. Und gucken wir mal weiter. Aquata. Schade. Unser erster Zauber, aber kein Heilzauber. Das ist nicht so geil. Gehen wir mal erstmal hier durch die Tür. Ah, die Pferde könnten schon etwas mehr Erfahrungspunkte geben. Die Kneipp-Pferde. 44 ist besiegt, das ist geil. 41, ja auch, super. Und sie machen nicht so viel Damage, das ist schön. Das ist sehr schön. Und Das heißt mehr Damage für Selan, das ist super. Ja, einiges mehr Damage für Selan. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gucken wir mal hier weiter. Noch eine Truhe mit ein Eisenschwert. Das würde Dokis Angriff auch mega heben. Aber er kann den Frostdegen nicht tragen. Also Deka. Ich würde sagen, dann gebe ich das Guy und er kriegt das Kukri. Wie gesagt, Deka braucht nicht so viel oder so krasse Damage-Items. Er macht ja sowieso schon mega Schaden. Deswegen ist das ja noch relativ okay. Dass er jetzt das Kukri und nicht das Eisenschwert bekommen hat. Wir könnten natürlich Deka auch das alles, ja, so geben. Damit er halt so der Mega-Tank-Damage-Dealer ist. Aber das ist, glaube ich, nicht so nötig. Würde ich lieber eher auf, ja, Guy und, auf Doki und Selan gehen. Oder eher die Schwächeren ein wenig pushen. Ich weiß nicht, das würde, oder macht für mich mehr Sinn. Hier ist nichts, schön. Aber das war's mit der Ebene, oder? Ich glaube schon. Ja, da hinten kamen wir nicht weiter, hier war nichts. Da war auch nichts mehr. Hier ist auch kein weiterer Weg mehr. Ja, dann war es das. Mit der Ebene. Komm, besiegen wir. Ja, die Fledermäuse nicht mehr. Die haben keinen Bock auf uns. Besiegen wir diese Schmerzwürmer. Der von einem Schlag von Doki immer noch nicht besiegt ist. Aber von Selan wäre der mit einem Schlag besiegt. Geil. Und von Dick. Guy natürlich auch. Und wir müssen den Part. Oh lol, wir müssen den Part ja beenden. Wir sehen uns bei das. Nächste Mal wieder. Haut da rein. Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen auf das Endcard von Let's Play Lufia 2 Rise of the Sinistrals. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen und dieses Video bewerten. Oben rechts kommt ihr noch einmal zu dem letzten Part und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.